The American Way of Drive. Auf dem Gelände der Zeche Ewald fand Anfang Juni das zweitägige Festival Custom Culture Forever statt. Lange Schlangen an der Kasse, der Geruch von Benzin, Bratwurst, Bier und Pomade. Custom Culture, das ist das Treffen von individuell aufgemotzten Fahrzeugen der früheren Automobilgeschichte. Hot Rods, Customs und Bikes. Amerikanische Modelle aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Je älter, desto besser. Alles Unikate. Die Besucher des Festivals waren freilich weitaus jünger, aber nicht weniger individuell gestylt. Sie erinnerten an die gute alte Rockabilly-Zeit. Gegelte Haare, Worker-Jeans, Pferdeschwänze und dazu bunte Tätowierungen. Auf dem Festivalgelände präsentierten Clubs aus ganz Europa ihre besonderen Autos und Motorräder, an denen nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr serienmäßig war. Alle Teile, die nicht unmittelbar zum Fahren wichtig sind, wurden abgebaut. Kein Chrom, kein Luxus, kein Komfort. Purer Minimalismus. Das dient der Leistungssteigerung, aber auch der Realisierung der eigenen Wünsche. Sei es der Einbau einer riesigen Musikanlage, einer Bar oder die optische Gestaltung mittels aufgesprühter Farbe oder eine angerostete Oberfläche. Grenzen scheint es hier nicht zu geben. Aber egal wie rostig die Karosse auch ist, die Technik, die ist in jedem Falle top. Aus Dänemark, unser Gast, er kommt von Kopenhagen, Peter Petersen. Das Nachwuchstalent in Deutschland, der Junge kommt von Augsburg. Jung, dynamisch, er setzt alles aufs Spiel, um sie restlos zu begeistern. Das ist Clemens, der weltbeste Motorradartist. Einmalig in der Welt mit einem Monoposto, ein Original BMW Dixie von 1928. Das ist Donald. Wollen Sie es erleben, Leute? Dann bitte schön, die Truppe zieht sich zurück. Es ist Start, Anfang und beginnt in wenigen Augenblicken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Original-Motodrom. Bevor wir die Vorstellung beginnen, möchte ich Sie bitten, alle losen Gegenstände vom Rand des Kessels zu entfernen, sowie während der Vorstellung nicht in den Kessel oder an die Drahtseile zu fassen, denn bis dort oben hin wird gefahren. Die Eltern und Erwachsenen achten bitte auf die Fingerspitzen und Hände der Kinder, die sind sonst ab. Hier. Chicken Walk. Alles klar. Wer sich an den Kunstwerken, sowohl den motorisierten als auch denen auf zwei Beinen satt gesehen hatte, der fand in dem Original Motodrom von 1928 eine spektakuläre Abwechslung. Im Kessel, der ältesten reisenden Steilwand, rasten die Artisten in die Senkrechte dem Publikum am Kesselrand entgegen. Und dem schien es zu gefallen. Tosender Applaus und Geld, das am Ende der Show in den Kessel geworfen wurde, bezeugten es.